Hallo, herzlich willkommen zu Kaulius. Probiert es aus. Kaulius, das bin ich und ich probiere gerne mal was aus. Ich habe vor einigen Wochen ja mal probiert, ob ich vielleicht sowas werde wie ein Erfolgsautor und hatte ja ein Buch veröffentlicht, das, sagen wir mal so, sich verkauft hat. Vielleicht jetzt nicht so riesig, aber doch immerhin dreistellig. Reicht aber noch nicht, um jetzt zu sagen, da ist jetzt der ganz große Erfolg gekommen. Also bin ich leider gezwungen, neue Sachen auszuprobieren. Und so dachte ich mir, Mensch, wenn es schon mit der Literatur nicht ganz so hinhaut, so schnell, vielleicht mal ein bisschen längeren Atem braucht, dann versuche ich es doch einfach mal mit der Musik. Da soll man ja auch hier und da mal gerne Erfolg haben. Da hätte man jetzt die Möglichkeit, Popstar zu werden, kann man in entsprechenden Sendungen gehen. Ich glaube, da bin ich teilweise doch schon ein bisschen zu alt für. Obwohl, sowas wie bei Deutschland sucht den Superstar, wo die Leute reihenweise bei den Auftritten dann zusammenklappen. Allerdings eher die Künstler als die Zuschauer. Aber nur gut, immerhin würde mir ja schon reichen. Aber ja, ich befürchte, das wird nichts. Außerdem sich beschimpfen lassen. Ah, das mache ich dann schon lieber selber. Ja, und wie gesagt, in dem Alter. Aber nun gut, trotzdem kann man ja Popstar werden. Madonna ist ja auch schon über 50 und gibt ja noch ein paar andere. Die Stones sind auch noch unterwegs. Warum dann nicht auch noch jetzt in meinem Alter einsteigen? Deswegen ja, habe ich jetzt versucht, also ein Lied zu schreiben. Hier mit Tastatur und Stift. Also erstmal Musik gemacht, natürlich erstmal einige Wochen und Monate und Jahre Klavierunterricht genommen. Und ja, alles gemacht, Gesangsunterricht. Jahrelang jetzt und ja, da ist dann auch was Feines draus geworden. Text gibt es natürlich auch dazu zum Song, muss ja dabei sein. Es geht um einen Tanker, es geht um Liebe und es geht ja um alles, was damit zu tun hat. Eigentlich das ideale Gemisch, um daraus einen echten Bestseller bzw. einen Charterfolg zu machen. Das ist natürlich jetzt auch mein Sinn und Zweck bzw. mein Ziel, Star zu werden. Ich habe, sieht man hier vielleicht im Hintergrund, auch schon mal die Sterne befragt und sieht eigentlich gut aus mit dem Starsein. Man muss jetzt nur einfach ein paar Leute finden, die den Song kaufen können. Und sie können, nehmt bei iTunes zum Beispiel, da gibt es nämlich den, so heißt der Song nämlich, Valentinstag, jetzt geht es hier schon aus, ein Valentinstag-Tanker-Song, unter Kaulius sonst auch suchen oder unter Namen dieses Songes. Ja, und ich dachte mir, na, wenn Lena jetzt schon 6-mal in den Charts ist, da müsste doch für mich auch noch Platz frei sein. Wir können ja kurz mal reinhören in den Song. So, ich habe da mal was vorbereitet und ich gebe mal. Ich bin Kaulius aus Kiel und ich habe ein Problem. Bald ist wieder Valentinstag und ich weiß nicht, was ich meiner Liebsten schenken soll. Ich will ja nicht irgendetwas schenken. Es soll was hier aus der Region sein. Ich komme ja wie gesagt aus Kiel. Es soll praktisch sein und es soll meiner Liebe zu ihrer angemessenen Größe führen. Doch jetzt habe ich eine Idee. Ein Doppelhüllentanker made in Kiel. Da bin ich sofort zur nächsten Werft und habe die Bestellung aufgegeben. Und davon erzählt dieses Lied. Mit Rosenstrich und Puscheln am Kiel, Kerzenlicht, ganz, ganz viel. Der Tanker wird gebaut, wie sie ihn mag. Ein Geschenk zum Valentinstag. George Clooney als Galionsfigur. Und Kerzen, Kerzen, überall nur. Der Tanker wird gebaut, wie sie ihn mag. Ein Geschenk zum Valentinstag. Die Rettungsboote sind aus Plüsch. Duftsteine sagen Gerüchen Tschüss. Der Tanker wird gebaut, wie sie ihn mag. Ein Geschenk zum Valentinstag.
Ein Geschenk zum Valentinstag. Ja, so soll es dann auch erstmal an dieser Stelle reichen. Und wer den Rest dann davon hören will, in 1A-Qualität natürlich, der geht bei iTunes rein oder bei Musicload oder wo es sonst so Musik zum Runterladen legal natürlich gibt und gibt dort Kaulius ein oder den Valentinstag-Tanker-Song. Und ja, dann schauen wir mal, ob es jetzt mit den Charts reicht. Ich glaube, die nächsten Charts werden ja in einer Woche wieder bekannt gegeben. Ich guck mal, sagen wir mal so, also alles ab Chartposition 30 wäre ein Erfolg. Ich bin da zuversichtlich. Und also brauche ich jetzt so die Unterstützung meiner Hörer und Seher. Einfach, ja, 99 Cent, Herrgott, man gibt so viel Geld für Schwachsinn aus. Hier ja, kann man diese Möglichkeit wieder wahrnehmen. Also dabei sein, immer wieder Spaß haben. Und dann schauen wir mal, ob ich demnächst dann davon berichten kann, wie es denn so ist, als Star andere Dinge auszuprobieren. Ja. Bis dann, sagt alles Gute und auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Euer und ihr, Kaulius. Und tschüss, und ich kümmere mich jetzt mal um meine Karriere.